Bei den Verhandlungen mit den Schweden, die am 31. Mai 1946 begannen, erklärten die Delegierten der USA, Großbritannien und Frankreich, dass sie auch die übrigen Signatarmächte vertreten und dass die Sowjets auf ihre Anteile im Westen verzichteten, weil sie sich ihre Anteile im Osten holen. Die Alliierten forderten jetzt eine vollständige Kontrolle über das deutsche Eigentum in Schweden, was von den Schweden wiederum abgelehnt und auf frühere Erklärungen hingewiesen wurde. Man war bereit, die Alliierten über den Verkauf vom deutschen Eigentum zu informieren. Die Schweden schätzten den Wert des deutschen Eigentums auf 378 Millionen Kronen. Diese Schätzung wurde von den Alliierten anerkannt. Die Alliierten wiesen noch einmal darauf hin, dass sie nicht nur als kriegsführende Besatzer zu betrachten sind, sondern als die wirklichen Rechtsnachfolger Deutschlands, da diese bedingungslos kapitulierten und die Hager Landkriegsordnung von 1907 hier nicht mehr anwendbar sei. Sich darauf vorzubereiten und dabei bestehen. Nun, und für den Moment gilt, den potenziellen Gegner möglichst fernab zu halten und die Schwachen darin zu unterstützen, diesen Gegner in der Ferne zu schlagen, das ist nicht nur strategisch richtig, sondern auch moralisch. Und nun zu Lehren und Prognosen. Was sind die Lehren aus Libyen und Syrien für Russland? Zuallererst, vertraue niemals unter keinen Umständen der westlichen Führung. Sie wird uns immer als Hauptfeind betrachten und zum Zeitpunkt unserer maximalen Schwäche, auf die sie sich selbst hinarbeitet, unerbittlich zuschlagen und versuchen, die russische Frage zu klären. Die Deutschen haben durch ihre totale Kriegsführung eine totale Wiedergutmachung verursacht. Somit steht ihnen auch das gesamte deutsche Eigentum im Ausland zu. Es wäre nicht zu vertreten, dass in Deutschland Privateigentum für den Wiederaufbau beschlagnahmt wird und dies im Ausland unberührt bleibe. Es ist somit nicht zu verstehen, dass die Schweden aufgrund von formal juristischen Gründen sich weigern, an der Aufbauarbeit mitzuwirken. Sollten die Schweden dabei bleiben, würde man dies als eine unfreundliche Haltung gegenüber den Alliierten betrachten. Die Schweden erklärten, dass ihre Forderungen an Deutschland höher seien als die der Deutschen an Schweden. Darauf ließen sich die Alliierten gar nicht ein. Schließlich einigte man sich und fasste folgende Beschlüsse. Das deutsche Eigentum wird von den Schweden beschlagnahmt und von Fluchtkapitalbüro verwaltet. Die wie bisher übliche Information über die Liquidation wird den Alliierten zugestellt. Das Eigentum von den in Schweden bleibenden Bürgern wird nicht beschlagnahmt. Von den 378 geschätzten Millionen verbleiben den Alliierten nach Abzug der schwedischen Forderung 150 Millionen. Diese sollten der deutschen Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden. Es wird auch erwartet, dass die schwedischen Eigentümer in Deutschland kompensiert werden. Außerdem erklärte sich die schwedische Regierung dazu bereit, Gold im Werte von 30 Millionen Dollar den Alliierten zur Verfügung zu stellen. Was die schwarzen Listen betrafen und die Sperrung der schwedischen Guthaben, sie sollten diese nach der Lösung der verhandelten Probleme automatisch aufgehoben werden. Was das schwedische Eigentum in Deutschland betrifft, so wurde darauf nicht eingegangen, weil diese Probleme den deutschen Gesetzen unterliegen. Trotzdem befand die schwedische Regierung in ihrem Antrag an den Reichstag, dass das Abkommen für Schweden annehmbar und auch mit dem schwedischen Recht vereinbar sei. Ich kann mich an die Debatte im schwedischen Reichstag noch ganz gut erinnern, weil ich diese mit Aufmerksamkeit verfolgte. Es war ein einziger Abgeordneter, ein Abgeordneter der Volkspartei aus Eskilstuna, ein Professor der Rechtswissenschaft, der dagegen stimmte und dieses Abkommen für schändlich hielt, weil es ganz einfach dem herkömmlichen Völkerrecht widersprach. Nebenbei bemerkt, weniger Skrupel hatte der schwedische Reichstag, das Gold der baltischen Staaten, statt es und andere Guthaben zu blockieren, wie es fast alle Staaten taten, 1940 an die Sowjetunion auszuliefern.
Auch die baltischen und deutschen Soldaten, die bei Kriegsende in Schweden gestrandet sind, wurden an die Sowjetunion ausgeliefert. Davon wollen gewisse Schweden heute nichts mehr wissen. Noch Anfang 1991 wies der sozialdemokratische Außenminister Sten Andersen jede Aufarbeitung dieser politischen Altlast brüsk zurück. Zitat: Es dient heute keinem. Weder ist es von Nutzen für das Baltikum, noch hat es einen Nutzen für Schweden, dass man in der Vergangenheit wühlt. Nach Harmsens Bericht belief sich die Summe der geraubten deutschen Güter auf rund 101,5 Milliarden Dollar. 1,4 Milliarden Dollar erhielt die BRD an Marshalls Planhilfe. Das Vorkriegsvermögen der Deutschen in Mittel- und Südamerika wurde auch beschlagnahmt. Es belief sich annähernd auf 600 Millionen Golddollar. Der Harmsen-Bericht wurde damals im Auftrage der Ministerpräsidenten der Länder erstellt. Eine ausgezeichnete, ausführliche Zusammenfassung aller Werte der Plünderung und Ausbeutung durch die Alliierten verfasste Diplom-Ingenieur Karl Basler. Dann kam es im April 1948 zum Marshallplan, dem die deutsche Regierung wie die Oststaaten sich nicht entziehen konnte. Vorausgegangen war die gescheiterte Moskauer Konferenz der Außenminister der vier Großmächte im März 1947. Er sollte die Demontagen abschließen, aber diese dauerten noch bis 1951 an. So wurde noch am 13. Juni 1949 ein britisches Panzerregiment in Unna alarmiert, um die Demontage der chemischen Werke in Bergkamen gegebenenfalls mit Gewalt zu erzwingen. Am 31. Oktober 1949 erklärte der britische Oberkommissar Sir Brian Robertson auf einer Pressekonferenz an seinem neuen Amtssitz Wahn bei Bonn, dass Anträge Dr. Adenauers, Reparationen der laufenden Produktion zu entnehmen, von der britischen Regierung zurückgewiesen worden seien. Der Marshallplan wurde nach dem Brigadier-General und US-Außenminister George Marshall, also die Amtszeit von ihm 1947 bis 1949, benannt, auf dessen Initiative er zurückgeht. Das 2,4 Milliarden Dollar Programm wurde am 3. April 1948 vom Kongress der Vereinigten Staaten verabschiedet und am selben Tag von US-Präsident Truman in Kraft gesetzt und sollte 4 Jahre dauern. Darüber berichtete die Neue Zürcher Zeitung vom 14. Januar 1949. Erst nachdem der Marshallplan, dieser Knebelungsplan des US-Kapitals, unterzeichnet war, wurde die Demontageliste der deutschen Industrie bekannt gegeben. 496 Industrieanlagen wurden in der britischen Zone und 186 in der amerikanischen Zone abmontiert. Bei der Demontage ging es um Konkurrenzunternehmen. Der Marshallplan diente nicht dem deutschen Volke. Er war ein Instrument des Kalten Krieges. Er trug erheblich zur Vertiefung der deutschen Teilung bei. Die Eingliederung der BRD in den amerikanischen Wirtschaftsbereich und schließlich in die NATO wäre ohne den Marshallplan kaum möglich gewesen. Insoweit stellt die Marshallhilfe ein Handgeld dar, wie man es früher Landsknechten gab, um sie in Dienst stellen zu können. Auch die Franzosen mussten an die USA Gegenleistungen erbringen. Vor allem musste es amerikanische Lieferungen entgegennehmen und Einfluss in die Haushalts- und Währungspolitik gewähren. Außerdem musste Frankreich sich außenwirtschaftlich der Front der antibolschewistischen Staaten anschließen und auf Exporte in den Osten verzichten. Politisch stand hinter dieser Hilfe bereits jener als Rolling Back bezeichneter Versuch, die Macht der Sowjets nicht nur einzudämmen, sondern sie aus Osteuropa, wo man sie zuerst hineingelassen hat, wieder herauszuwerfen. Lord Francis Pakenham sagte in einem Gespräch mit Henrik Wermeling, hätten die Russen sich nicht so unmöglich benommen, wäre Deutschland wohl eher schlechter behandelt worden. Russlands schlechtes Benehmen wurde quasi zum Rettungsanker für Westdeutschland. Verstehen Sie, was ich sagen will? So war es ja auch der Koreakrieg, der die Westalliierten veranlasste, das Besatzungsstatut in Deutschland aufzuheben, um es dann mit Statthaltern, also hohen Kommissaren, zu regieren.
Der wichtigste Empfänger der Marshallhilfe war aber nicht Westdeutschland mit 10,8%, also 1,4 Milliarden Dollar, sondern Großbritannien mit 24,7%, sprich 3,6 Milliarden, Frankreich mit 21%, sprich 3,1 Milliarden und Italien 11,7%, also 1,6 Milliarden. Nur gegenüber Westdeutschland, das Anfang 1948 zur Teilnahme am Marshallplan eingeladen worden war, behielt sich Washington das Recht auf eine spätere Rückzahlung vor. Der Marshallplan diente also nicht dem deutschen Volke, wie die Amerikaner und ihre Vasallen heute immer wieder behaupten, sondern wie Stefan Bierling richtig schrieb, um zu verhindern, dass Deutschland aufgrund der Ausplünderung durch die Alliierten wirtschaftlich so weit absackt, dass es im Kommunismus die einzige Rettung von diesem Kapitalismus sehe. Dieser Politik ging es natürlich nicht nur darum, Deutschland zu immunisieren, sondern Deutschland in dem von den Amerikanern dominierten Welthandels- und Weltwährungssystem einzubinden. Nach mehr als 60 Jahren wird der Marshallplan als ein Zauberelixier hingestellt. Moderne Marketingwerbung brachte das Wunder und den Glauben an die Gutheit der amerikanischen Regierung unter das Volk. Von 1948 bis heute entstanden an die 200 Filme, liefen auch als Beiprogramm in den Kinos, welche nicht an Lobgesängen auf den großen Zaubermeister sparten. Ein Marshallplan-Ausstellungszug rollt durch die BRD und macht in 50 Städten Station. Bei einem Marshallplan-Plakatwettbewerb beteiligten sich mehr als 10.000 Bürger. Der Oberbürgermeister der Stadt München ließ am Oppenbornkraftwerk 2 eine Tafel zur dankbaren Erinnerung an George C. Marshall anbringen. George Marshall findet sich auf der Stufe des Weihnachtsmannes. Es gibt heute keinen deutschen Politiker, keinen Publizisten, der sich nicht in Lobgesängen auf die amerikanische Großmut ergeht. Daher auch die Verpflichtung, aus Dankbarkeit die verbrecherische Kriegspolitik der amerikanischen Regierungen mitzumachen. Es gliche also einer Blasphemie, den Erfolg Marshalls zu bezweifeln. Immer wieder fordert man heute, man möge doch Marshallpläne zur Behebung der Not in Afrika, Asien oder in Südosteuropa einzusetzen. Aber nichts geschieht dergleichen. Warum? Weil sie dort nicht stehlen konnten. Außerdem bedenkt man nicht, dass das deutsche Volk über ein hohes Bildungsniveau, über ein technologisches und ein wirtschaftliches Wissen und vor allem über eine große Arbeitslust verfügte. Alle Bundesregierungen, alle, haben es seit Gründung der BRD, in Klammern, eine Organisationsform einer Modalität der Fremdherrschaft, in Feigheit und Verantwortungslosigkeit unterlassen, darauf hinzuweisen, dass der Marshallplan kein Geschenk mitmenschlicher Anteilnahme, sondern ein Oktroi, ein Knebelvertrag der Wall Street Mafia ist.